Meine erste Buy-and-Hold-Immobilie war ein Deal ohne großen Plan. Also ehrlich gesagt saß ich da beim Notar und hatte keine Ahnung, was mir eben vorgelesen wurde. Ich habe einfach unterschrieben. Jetzt stellt sich die Frage, wie läuft dieser Deal eigentlich 4 Jahre später? Wir haben den immer noch. Und in diesem Video hier gehe ich drauf ein auf die Zahlen. Also ich habe so eine Gesamtübersicht von allen Immobilien, die wir im Bestand haben. Da habe ich jetzt die eine rausgepickt und gehe auf alle Zahlen drauf ein, würde ich durchführen und zeigen, wie der Stand aktuell ist und wie die Rendite sich entwickelt hat in den letzten Jahren. So, jetzt führe ich euch mal kurz durch die Wohnung und dann gehe ich auf die Zahlen ein. Hier sieht man den Hausflur. Wir haben Laminatboden reingelegt damals, also kein Parkett, ganz wichtig, nur Laminat und gestrichen, das war's, mehr haben wir nicht gemacht. Wir haben die Wohnung noch komplett ausgeräumt, denn die war zugemüllt bis zum Anschlag, weil da ein Mieter drin gewohnt hat, mal wieder von dieser Sorte. Küche war noch okay, nach dem Putzen ging die noch klar, haben wir drin gelassen. All das bedingt guter Zustand. Da draußen steht noch der ganze Schrott vom Mieter, bis der Sperrmüll kam, damals. Grundriss, also wirklich so schöne geschnittene Wohnung für ein Single oder ein Pärchen, perfekt geeignet. Das Einzige, was ein bisschen doof ist, ist hier beim Schlafzimmer, ist hier so eine Außenveranda, wo der Eingang ist zu einer Nachbarwohnung, kann man reinschauen ins Schlafzimmer. So, jetzt springen wir hier mal rein in meine Kalkulation, weil das ist das Einzige, was euch wahrscheinlich richtig interessiert, die Zahlen. Was ist passiert mit dem Deal, wo der Fabian zum Notar ist und keine Ahnung hatte, was er da eigentlich unterschrieben hat. So, 2016 gekauft in XX Stadtstraße, mag ich nicht drüber reden, aber die Zahlen hau ich raus komplett. Gute Stadt hau ich auch raus. Bad Rappenau. Größe 47 Quadratmeter, 75.000 Euro Kaufpreis war damals der Preis. 2016. Nebenkosten haben wir hier damals alles extra zusammengefriemelt noch. Also ich habe die Tabelle genommen, also hier sind alle anderen Bestandsobjekte normalerweise drin, die habe ich jetzt mal rausgelöscht, außer die eine halt drinnen gelassen. 1000 Euro Renovierung. Da haben wir Boden gemacht und nur gestrichen, also ein bisschen Farbe und Material halt, das war's. Kaufkosten komplett, also alles komplett, was wir ausgegeben haben, waren 80.730 Euro. Ohne Nebenkosten 1595, mit Nebenkosten 1697 Euro. Kredit war 65.000 Euro bei einer Laufzeit von 10 Jahren. Wir haben eine Sondertilgung gemacht mal zwischendrin. Das, deshalb resultiert ein aktueller Restkredit von 48.000. Also etwa ja, ein bisschen mehr noch als die Hälfte vom Kaufpreis so ist noch übrig. 20.000 Eigenkapital haben wir damals aufs Firmenkonto überwiesen gehabt. 15.000 haben wir davon gebraucht, also relativ chilliges Verhältnis, also es ist nicht overleveraged oder so, also overleveraged heißt sehr viel gehebelt, das ist okay, also da wird dir keine Bank den Karren ans Bein fahren bei diesem Verhältnis. Annuität war 300 Euro im Monat, also hohe Tilgung, 4% nämlich, und die erhöht sich ja Monat für Monat. Das Verhältnis verschiebt sich ja beim Annuitätendarlehen, wisst ihr ja Bescheid. Und die Miete ist aktuell 555 Euro kalt vermietet. Also ist eine normale Miete für die Wohnung. Schöne Wohnung, schöne Lage mit Tiefgaragenstellplatz. Ich meine, passt eigentlich. Deswegen ist Quadratmeter ein bisschen hoch, weil da die Dings mit rein ist, also die Tiefgarage. Das ist ein bisschen weniger, wenn man die abzieht noch. Nebenkosten nicht umlegbar, also das sind die Kosten, die wir tragen als Vermieter, 60 Euro im Monat, das sind weniger, aber ich schreibe einfach 60 rein, das passt dann schon. Alle Kosten, Zinsen und Tilgung sind 116 Euro im Monat, Einnahmen 555, 116 Kosten, heißt zu versteuern, also vor Steuer 438 Euro. Cashflow sind es, also jeden Monat 438 Euro zu versteuern. Cashflow sind es 195 Euro, das heißt 195 Euro Cashflow, weil die Tilgung ist ja weg. Tilgung geht ja weg, also die geht dann an die Bank, also die 300 Euro Bankrate ist weg. Die verteilt sich dann zu Zins und Tilgung und dann bleibt halt am Monatsende 195 Euro auf dem Konto hängen.
vor Steuer, also das muss versteuert werden hier und das bleibt hängen, aber ich bin kein Steuerberater, checkt das mit eurem Steuerberater ab, ganz wichtig. Ne? Und eine anfängliche Bruttorendite hatten wir, also Bruttorendite ist immer die Rendite, die im Exposé angegeben wird oder beim Verkäufer grundsätzlich immer angegeben wird. Kaufpreis ohne die ganzen Nebenkosten im Verhältnis zu Jahresmiete. Ja? Das ist 8,8% gewesen, Kaufpreis zur Jahresmiete, Bruttorendite anfänglich, Bruttorendite aktuell, das mache ich immer so, also ist eine Kennzahl, die haben wir ins Leben gerufen, Bruttorendite aktuell in Bezug auf den Restkredit, also wie viel Kredit habe ich eigentlich noch übrig, weil das ist ja eigentlich mein Kredit zu Kohle, zu Cashflow-Verhältnis oder zu Mieteinnahmenverhältnis, ist 13,8%. Netto-Rendite ist das Ganze noch kostenbereinigt, das heißt Kaufkosten, also nicht Kaufpreis, sondern Kaufkosten, Kaufpreis plus Nebenkosten plus Renovierung im Verhältnis zur Miete abzüglich der ganzen Nebenkosten. Also das wären hier in dem Beispiel Kaufkosten 80.000, ja? Zur Miete nicht die 555, sondern die hier 438. Die 438. Das wären dann die Rendite. Und aktuell ist die so im Verhältnis zum Kredit. Zum Netto war sie anfänglich so. Aktuell ist die Netto-Rendite im Verhältnis auf ein Restdarlehen. Also wir haben ja nur noch ein bisschen Kredit drauf. 10,9%. So. Aber was halt noch interessanter ist als die Bruttorenditen im Verhältnis zum Kaufpreis, weil das ist ja immer noch so eine Variable, der eine bringt 10% Eigenkapital ein, der andere 20% hin und her. Deswegen, das was uns wirklich interessiert, ist, wie viel Geld verdiene ich denn eigentlich mit meinem Investment? Damit man es auch richtig vergleichen kann mit anderen Anlageklassen, sollte man die Eigenkapitalrendite berechnen. Und ganz wichtig hier bei Immobilien ist Folgendes, die Eigenkapitalrendite ist halt, umso weniger man einsetzt, höher natürlich verhältnismäßig. Die Netto-Eigenkapitalrendite in Bezug auf den Kaufpreis war hier 33,4%. Das heißt, das investierte Kapital wird mit 33,48% jährlich verzinst. Jedoch geht von dem Cash, das reinkommt, ein Teil in die Tilgung. Und ich kann den Teil, der in die Tilgung fließt, nicht in ein neues Objekt investieren. Das heißt, das Eigenkapital in dem System dieser Wohnung steigt an. Monat für Monat habe ich mehr Eigenkapital gebunden. Und deswegen sinkt die Eigenkapitalrendite im Laufe der Zeit, weil das Eigenkapital halt verplant ist sozusagen, anstatt für neue Objekte genutzt werden kann. Deswegen steht es nur noch 16%, also die Hälfte etwa wie vorher, weil eben so viel reingeflossen ist in dieses Objekt schon. Das ist halt ein wesentlicher Unterschied zu zum Beispiel einem ETF oder so. Beim ETF tut man zum Beispiel 10.000 Euro rein. Das verzinst dich jedes Jahr um 10% zum Beispiel. Also nach einem Jahr 10.000 Euro, 10% mehr sind 11.000, ja. Und dann ist die neue Basis die 11.000 und die 10% verzinst dann auf die 11.000 im nächsten Jahr, wenn du annimmst konstant 10%. Da werde ich auch mal ein Video dazu machen, dann ein ausführlicheres ETF versus Immobilie, wie sich so dein Eigenkapital entwickelt. Und da gibt es tatsächlich einen Break-Even, wann der ETF mehr Kohle generiert als so eine Buy-and-Hold-Immobilie. Hier sind noch so die zwei anderen Kennzahlen, Ertrag vor Steuer, also Tilgung ist ja auch Ertrag, aber halt nicht in der Tasche, sondern bei der Bank. Es ist nur ein Vermögenswert, der geschaffen wurde und Cashflow ist das, wo eigentlich frei verfügbar ist, vor Steuer natürlich. Das sind so die Berechnungen gewesen, die ich immer mache, bei allen Objekten. Also normalerweise sind hier die ganzen anderen Objekte auch noch drunter, das ist nur farblich eingeteilt. Die, wo den höchsten Cashflow haben, ist richtig grün, die den schlechtesten Cashflow hat von allen Wohnungen, ist rot. Gleiches gilt auch bei den Renditen. Also so eine Vorlage empfehle ich jedem zu machen. Ist natürlich besser, klar, man kann sich eine irgendwo kopieren von jemand anders, aber es ist besser, wenn man es selber macht, dann hat man nämlich komplett gecheckt, was da eigentlich berechnet wird. Nicht so wie bei mir beim ersten Notartermin, da habe ich nämlich gar nichts gecheckt. Hier noch so einen Wert habe ich auch noch immer berechnet, wie viel Kohle kann man rausziehen, wenn man die jetzt verkauft. Ja, auch wichtig zu wissen jederzeit, wie viel kann ich eigentlich liquidieren, wenn ich möchte. Unter Berücksichtigung aller Kosten, also Vorfälligkeitsentschädigungen zum Beispiel, die fällt nämlich an, wenn man ein Annuitätendarlehen ablöst vorzeitig, muss man Vorfälligkeitsentschädigung zahlen, weil die Bank damit kalkuliert mit dem Geld. Kann man sich übrigens tagesaktuell einfach beim Banker einholen, einfach kurz anrufen bei der Bank, so hallo, ich würde gerne wissen, wie viel Vorfälligkeitsentschädigung fällt an bei diesem
Kredit, dann sagt das dir direkt. Ist abhängig von Bank, von Tag, von Darlehens, was weiß ich alles. Einfach kurz fragen und absichern. So, jetzt habe ich geschaut, mal bei Homeday zum Beispiel sind wir hier bei 2.800 Euro auf dem Quadratmeter in der Straße. So was 131.000 betrifft, wäre Average Wert, sollte locker möglich sein, weil die Wohnung besser ist als die anderen Gebäude in der Gegend. Das heißt, es geht, ja, es geht mehr. Ich habe das hier auch vor einem Jahr etwa eingetragen, ich habe das nicht aktualisiert. Müsste ich mal noch machen, aber es mache ich nicht, weil ich nehme lieber einen niedrigeren Wert als Referenz, als einen höheren. Über die Rendite 4,5% ist bei uns in der Region üblich, kann man die theoretisch für 148.000 Euro verkaufen. Was ich auch noch an dieser Stelle sagen muss, also wir reden hier von einer Bruttorendite anfänglich von 8,8% im Osten oder im Ruhrgebiet, so ist das vielleicht Standard, aber wir reden hier von einer B-Lage, B-Stadt, B-Lage, und da ist es nicht selbstverständlich, dass man 8,8% Rendite erwirtschaften kann. Das ist definitiv nicht selbstverständlich. Wir haben es dennoch geschafft und dementsprechend ist das ein sehr überdurchschnittlicher Deal gewesen im Rückblick. Also doppelt so gut eigentlich wie die meisten Leute, die da gekauft haben. Es war ein richtig, richtig geiler Deal, wirklich. Mega, mega, mega. 4,5% ist ja die übliche Rendite, zu der man verkaufen kann. Also wenn ich rückwärts rechne, die Jahresmiete durch 4,5% kommt halt auf 100, komme ich auf 148.000. Und hier trage ich dann immer so meinen Wert ein, den ich halt so denke, sollte ich vielleicht anbieten. Das wäre dann mein Preis gewesen, in der Wohnung, ich die verkaufe. Also 135. Wir haben die, verkaufen die nicht, wir behalten die. Und dann fallen Vorfälligkeitsentschädigungen an in Höhe von 3.300 Euro. Ist okay. Habe ich bei der Bank gefragt mal und eingetragen, habe ich mir eine Formel hergeleitet, die immer zu ungefähr stimmt. Nicht ganz perfekt. Ich empfehle immer zu fragen, aber stimmt fast perfekt. Also der Barwert ist auch eine ganz wichtige Kennzahl. Und zwar ist die, wie viel Eigenkapital generiert mir dieses Objekt so? Also vor Steuern. Weil da ist auch die Anzahlung wieder mit drin. Also wenn man zum Beispiel Eigenkapital angezahlt hatte damals bei der Wohnung, wird es ja auch wieder frei. Jetzt mal angenommen, man kauft eine Wohnung für 100.000, tut 20.000 anzahlen, verkauft die für 110, hat man 10.000 Gewinn, plus eben die 20.000 EK werden auch wieder frei. Das heißt, du hast 30.000 Liquidität geschaffen. Das ist dann der Barwert, das ist so ein Wort, das habe ich irgendwo mal aufgeschnappt. Wie viel Cash generiert das Ding mir? Gewinn ist nochmal was anderes, das wären nur 50.000 im Vergleich zu den 583 hier. Das wäre der Gewinn, das hier wäre der Gewinn, das hier wäre der Cash auf dem Konto, das muss versteuert werden, aber Steuerberater bitte abklären, ich bin kein Steuerberater, ich mache das auch mit meinem Steuerberater alles. Und das ist eine der wichtigsten Kennzahlen, die ich so feiere, die feiere ich richtig. Ich bin noch relativ jung und ich denke, viele von euch sind auch noch relativ jung und 8,6 Jahre ist die Zahl, also der Netto-Miete ohne die ganzen Kosten, wie lange ich brauche, um den Gewinn zu erzielen. Das heißt, wenn ich jetzt 8,6 Jahre vermiete, dann habe ich Break-Even zum jetzigen Verkauf vor Steuer. Das heißt, wenn ich jetzt verkaufe, mache ich 8,5 Jahresmieten direkt auf einmal und kann vielleicht dann mit dem Gewinn deutlich mehr erwirtschaften als dieses hier, was hier steht, in der nächsten Zeit. Dementsprechend ist es immer eine wichtige Entscheidung, auch zu überlegen sich, verkaufe ich mal was oder behalte ich alles? Weil behalten bindet langfristig Kapital und wächst langsam, die Eigenkapitalrendite im Verhältnis zu dem Ding, was du wieder geschaffen hast, sinkt langsam. Deswegen macht es unter Umständen schon Sinn, manchmal etwas zu veräußern. Steuerlich muss man es in der Situation abklären, in der man sich befindet, ob es Sinn macht oder nicht. Aber wir haben jetzt uns dafür entschieden, ein paar Bestandsobjekte zu verkaufen. Das hier verkaufen wir nicht, sonst hätte ich nicht die Einkaufspreise gezeigt. Was auch noch eine ganz, ganz wichtige Zahl ist, die man im Auge behalten sollte, und zwar ist der Blankoanteil der Bank. Jede Bank hat da wahrscheinlich so ein bisschen ihr eigenes Ding. Ich bin da auch nicht so drin, wie die Banken das machen. Ich kann nur sagen, wie meine Bank es gemacht hat. Das habe ich mir nämlich mal gefragt. Die Bank bewertet eine Wohnung zu einem Preis. Also am Anfang, die ersten 2-3 Jahre, ist immer der Kaufpreis. Danach nehmen die einen Wert halt über ein Bewertungstool, denn die haben intern, die haben die Immobilie jetzt mit 91.000 Euro bewertet gehabt. Dann machen die auf den Bewertungsbetrag einen 10-20-Abschlag, das heißt 10% und nochmal 20
whatever, ist halt das so. Dann kommt 65.000 raus, ist die Wert, die Wohnung, die Bank hat eine Grundschuld drauf und der Kredit ist 45 rum hier, so, oder 48. Deswegen haben wir keinen Blankoanteil. Die Immobilie ist mehr Sicherheit als der Kredit. Und deswegen chilliges Ding. War nachhinein glücklicher Glücksgriff. Wenn wir den ersten Deal in den Müll gegriffen, wenn wir beim ersten Deal direkt ins Klo gegriffen hätten, bin ich mir nicht sicher, ob wir weitergemacht hätten. Aber das ist ja bei allem so. Manchmal klappt der erste Deal gut, man hat Bock drauf, macht weiter. Wenn der erste Deal nichts war, hat man keinen Bock mehr und lässt sein. Und andere machen weiter und werden erfolgreich. Deswegen, ja, lohnt sich schon, da ein bisschen sich umzuschauen davor. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Erfolg. Schreibt mir mal in die Kommentare rein, wie euer erster Deal verlaufen ist. Habt ihr richtig den Plan gehabt beim Notar damals? Habt ihr einfach gekauft und so, was unterschreibe ich hier eigentlich? Passt es oder nicht? Oder habt ihr so, saßt ihr da und alles klar, ist mir bewusst, was ich hier mache, ja, passt, alles richtig, ja, ja, ich bin mir auch sicher, das Objekt ist gut, die Mieteinnahmen werden kommen, ja, die Renovierung wird so viel kosten und dann alles Mögliche, genau. War das bei euch so oder wie bei mir so ein bisschen so? Mal gucken, ob es klappt. Ja, in diesem Sinne, macht's gut und bis bald.